Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Heute in der Folge 12 wollen wir endlich mal weitergehen und ableveln. Ich habe schon gesagt, einfaches Denken ist nicht bei mir. Ja, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich hätte nur den Faucet draufsetzen sollen. Einfach dann den Cast, das Casting, was er sozusagen davor stellen, warten und Spaß haben. Genau, so. Haben wir schon mal das. Dann, ja, die habe ich auch alle durchgejagt. So, jetzt haben wir auch noch 5 Emeralds. So, die 5 Emeralds kommen. Nein, die kommen nicht dahin. Ich glaube, ich brauche mehr Gold. Nein, ich brauche weniger Gold. Ich bin ja goldig. So, wir brauchen insgesamt 6 Stück. Das heißt, ich brauche 5. Also, das heißt, ich brauche 1. Doch, 20 Stück brauche ich. Dann habe ich das schon richtig ausgerechnet mit dem Gold. So, mach mal. Danke. Wiedersehen. So, und dann kommen jetzt die dahin. Du kommst dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Und ich habe meine 6 Stück. Ich habe Reinforced 8 Stück. Ich habe meine Slime Balls, ich habe meinen Bohrer und ich habe meine Crystals. Aber das Zeug haben wir noch nicht. So, und dafür brauche ich Firewood. Die nehmen wir jetzt auch raus. Das tun wir jetzt da rein. Und jetzt freuen wir uns und ziehen mal alles raus. Wir haben auch noch eine gleiche Quest abgeschlossen. Die hier. Und ich muss mich schämen. Ich habe natürlich, als ich dann aufgeräumt habe, ne, hier, also diese Dinger da gemacht habe, habe ich noch gesehen, dass ich eine Loot-Chest hatte. Ihr wisst ja, ne? Wenn ich aufnehme, dann kriege ich sowas. Wenn ich das offline aufmache, kriege ich das. Das ist richtig geil. So, aber jetzt schauen wir mal. Haben wir hier noch was? Also das da kann ich noch nicht. Tool AOE interessiert mich nicht. Aber wir wollen hier im Questbook weitermachen. Und zwar Basic Farming. Einmal bitte detekten. Und einmal claimen. Tata, wir haben eine nächste Trophy. So. Back. Basic Automation. Detection. Claim. Die nächste Trophy. Merk schon, ich muss auf jeden Fall einen Trophy Room noch bauen. Und als letztes Detect. Und auch hier die nächste Trophy. Ich bin so stolz. Ja, 12 Folgen, also nach einem Dutzend Folgen, 3 Quests abgeschlossen. Das heißt, wir fangen jetzt an. Also da geht es natürlich noch weiter. Die werden wir auch noch machen. Alles kein Ding. Aber jetzt ist Agricraft offen. Das heißt, wir brauchen Cropsticks. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Werden die einfach so gemacht. Dann kriege ich ein Lootback. Ultimate Gas Tank. Ey, ich habe mal was richtig Cooles bekommen. Cool. So, wie geht's weiter? Watering Can. Watering Can. Ich baue sie auf jeden Fall mal. Dafür brauche ich Stein. Okay, davon brauche ich hier. Und ich brauche eine Schüssel. Das ist aber kein Ding. Schüssel. Klack, 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 klack. Jawohl. Dann haben wir auch die Watering Can. Dann nehmen wir die. Mal wieder ein Bee. Was ist? Okay. Oh, dann brauchen wir, das will ich natürlich, den Clipper. Der Clipper. Also, das ist einer der wichtigsten Sachen. Agricraft.
Clipper, Clipper, Clipper. Das heißt, ich baue eine Schere, zwei Sticks und ein Eisen. Das heißt, ich brauche drei Eisen. Zwei Sticks. Was? Ne, ich brauche eine Schere. Genau. So, Schere, zwei Sticks und ein Eisen. Ja, fast richtig. So, dann haben wir auch schon den Clipper. Ja, man merkt jetzt, dass das ein bisschen vorangeht, ne? Ich wär früh genug ins Stocken kommen, weil ich muss jetzt mal schnell gucken, um Botania aufzumachen, brauche ich die Mystical Black Flower. Okay. 256 Stück. Grüß Gott. So, Ribbone, Gland, Heart, Sugar Canes und Netherwarzen. Jeweils 64. Ja, grüß Gott. Eine kolossal Chest Wall. Okay, sagt mir noch gar nichts. Und Dense Stone Storage und Candleberries 128. So, aber ich will jetzt als erstes mal gucken, kann ich jetzt einen Hopper bauen? Bin ich jetzt in der Lage, einen Hopper zu verstehen? Jawohl, bin ich. Das heißt, ich werde mir hier jetzt auf jeden Fall... Ja, ich mache mal auf jeden Fall drei Stück, hätte ich gesagt. Ach komm, wir machen uns vier. Heißt es, ich brauche davon 8. Dann habe ich hier meine Hopper. So. Klack. Klack. Und weg. Ah, das stimmt. Darf raus. Und weg. So, dann heißt es jetzt 4 Stück davon. 4 Stück davon. Und wir haben unseren hoppigen Bonsai. Dann nehme ich mir jetzt erst nochmal... Ah, sehr schön. Auch gleich die Quest abgeschlossen. Ja, es macht nämlich auch Sinn, es so zu machen. So, dann brauche ich davon nochmal 5. Dann habe ich auch meinen Vierer. So, und dann geht's wieder da raus. Und dann kommt jetzt du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Dahin, 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 dahin. Das da kann momentan weg. Dann brauche ich nochmal 3 Erde. Dann haben wir es sehr schön. Dann habe ich nochmal einen Slimeball bekommen. So, und dann heißt es jetzt für mich 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier Oakwood rein. Hier machen wir Sprucewood rein. Dann hole ich mir noch Birch. Und eigentlich muss ich noch schauen, dass ich die mir dann auch noch einen tropischen hole. Aber bis wir den haben, lasse ich der Dark Oak laufen. Ja, wenn wir schon hier rumstehen und lauter schöne Äpfel haben, dann nehmen wir es ja auch gleich mit. Gut. Machen wir es ja da rein. So, das Schöne ist jetzt, die laufen durch und sammeln uns die Sachen auf.
Und wir brauchen uns keinen Kopf mehr machen damit. Genau. So, das heißt Automation. Dann haben wir den da schon erledigt. So, schauen wir mal, ob wir den Chor schon haben. Aber der schaut schon wieder anders aus als die anderen. Dann schmeißt man da rein. So, okay. Dann, was gibt's noch? Automating Breaking. Das ist ein Blockbreaker. Crucible Inserter. Combustion Collector. Ah, okay, also den da kann ich dann nur verwenden mit einem eisernen, also das heißt der hintere. Der Quick Dropper. Droppers are fine in all, but. Ah, okay. Alles klar. So, was, so, das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Dropper. Was kostet mich ein Quick Dropper? Das kostet mich ein Glowstone, ein Dropper und 7 Eisen. Wie viel Glowstone habe ich noch? Zu wenig. So, halt. Collector. Was kostet mich der Combustion Collector? Ein Hopper und 8. Also das heißt, wir brauchen 5. 13. Also insgesamt 13. Jawohl. Machen wir mal wieder Kiste. Dann haben wir einen Hopper. Dann haben wir den Combustion Collector. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, was ich mir gerade denke. Ich weiß, wenn ich jetzt den dahin mache. Jawohl. Sagte, das ist in Ordnung. Und dann nehmen wir mal schnell hier 8 Holz raus. Meistens da wieder irgendwas rein. Dann haben wir das da. So, dann brauche ich jetzt natürlich Glowstone. Glowstone waren 4 Redstone und 2 Blaze Powder und 1700. Hahaha, ha, ha, der hat keine 1700 mehr. Also, dann heißt es jetzt für mich, der kommt jetzt weg. Das Iron Casing erstmal hinfort. Das heißt, ich muss jetzt hier dann doch den hinbauen. Dann haben wir hier mal einen Button wieder. Und dann kommt hier das Ding rein, weil dann habe ich wenigstens hier 3000. Der Wahnsinn ist nur halt, was da an Holz drauf geht. Wenn ich den benutze, darum habe ich den eigentlich nicht gewollt, aber geht halt nicht anders. Erstmal. So, also, was haben wir gesagt? Wir brauchen 4 Redstone. Haben wir auch nicht. Das heißt, ich brauche jetzt hier 2 und hier 2. Dann lassen wir das. Dann brauche ich hier von 5. Da kommst jetzt du. Ah, da habe ich sogar noch welche drin gehabt. Das ist cool.
immer besser. Aber teilweise hat es auch Sinn, ne? Wenn er nicht die ganze Zeit die... nicht alle macht, aber... So, 45. Das ist doch schon mal, ha! Das ist schon mal richtig cool. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen hier 2 und hier 2. Davon haben wir jetzt 4 und dann brauche ich jetzt hiervon 4 und davon 2. Davon haben wir jetzt 5. Jawohl. Dann haben wir unseren Glowstone. So. Ein Dropper. Quick Dropper. Das heißt, ich brauche jetzt meinen. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt davon 7. Oh Gott. So schnell verschwindet Eisen. Muss jetzt nur schnell sein, nicht dass mir jetzt das Ganze. Eisen wegflutscht. Eisen. Marie. Das ganze Holz weg abhaut. So, und wir haben den Quick Dropper. Aber. Jetzt brauche ich einen Hebel. Aber wenn ich nicht möchte, dass er was abgibt. So. Hat jetzt 2 drin. Jawohl. Hat er auch gemacht. Perfekt. Richtig stark. Das heißt, ich muss jetzt demnächst Eisen produzieren. Dass wir den zweiten auch noch automatisieren können. Ich muss nur den Innenbereich dann austauschen. So, was haben wir bekommen? Fastest mal wieder und... Oh, nochmal ein Ultimate Gas Tank. Perfekt. So, wie schaut's hier so aus? Jawohl. 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 Gut. So, und mir kam es gerade so vor, als wäre der jetzt neu dazugekommen. Backopener. Ja. Backopener. Dafür. Oh, eine Kiste. Ich brauche 7. Ich brauche ein Eisen. Sehr schön. Hammer. So, nehmen wir auch gleich die Kiste. Oh! Ich habe meinen Eis der Tod. Gut. Du musst nur da rein. Ich weiß, ich komme mit einem Huhn noch nicht weit. Die können sich noch nicht. Nee. So, Backopener. Das heißt jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Kiste mit. Wir laufen mal dahinter. Ja, weil irgendwann soll ja das Zeug dann auch noch automatisch... So, und wenn ich jetzt das da reinschmeiß. Ah, okay. Tut es nicht automatisch raus.
Aber das kann man bestimmt auch auf einbauen, ne? Das heißt, kann ich jetzt schon die ersten Pipes bauen? Ich auf jeden Fall nicht. Add extra Utilities. Aber ich glaube, das hat sich komplett geändert, ne? Das Pipe-System von dem. So, ich bräuchte nämlich, da haben wir die richtigen Teile hierfür. Und die Frage ist jetzt nur, ja, kann ich die überhaupt bauen? Ja, die könnte ich bauen. Ja, aber die Pipe ist noch nicht da. So, das heißt, das kann schon mal alles raus. Die Äpfel auch, das auch. Oh, das Lime Cube auch. Squid Break. Dann die Rüstungen. Damage, das blätze ich gleich mal an. So, dann tun wir mal die Ingots weg. Dann kann ich die nämlich auch schön brav arbeiten lassen. War richtig. Kommst dahin. So, du kommst dahin. Dahin. Wie man ja weiß, die brauchen wir auf jeden Fall. 6 Stück habe ich, 3 Stück habe ich. Gott sei Dank habe ich die nicht alle weggeschmissen. Also, oder umgewandelt. Weggeschmissen, genau. Weil ich was wegschmeiß. Wäre ich, nicht ich. Schmeiß gar nichts weg. Gebe jeden Scheiß auf. So, das heißt. Ah, okay, die Vector Plate. Die Vector Plate ist eigentlich genau das Richtige, was ich jetzt dann für oben brauche. Eisen, Stein, ich brauche. Ja, ich bin Affenzucker. schaut mal, da steht was von Sugarcanes. You are able to crossbreed the most basic of seeds to make carrots and sugarcanes. Ah, okay. Es heißt also, jetzt ist das Rezept aufgegangen. Jawohl. Das heißt, ich brauche Beetroots. Wie komme ich an Beetroots ran? Vielleicht, wenn ich jetzt das da wegmache. Weil bis jetzt habe ich noch keine bekommen. Dann bis jetzt noch. Echt, ich habe immer noch Kartoffeln. Da muss ich mal, ich muss mal versuchen rauszufinden, wie ich an die rankomme. Beets und Beetroot. Also Beetroot habe ich leider nicht. Botania, glaube ich, kriege ich erst. Okay, Living Rock könnte ich herstellen. Für Daisy auch. Moment. Ed Botania. Wo ist dieses komische Teil? Na, ich vermute, dass nämlich das genau das Teil ist, wo ich noch nicht bauen kann.
Schaut so aus, als dir das noch nicht geben. Weil sonst seh ich jetzt sofort anfangen. Paddle, glaube ich, heißt das Ding. Nee, habe ich noch nicht. Okay, und wie komme ich an Karotten ran? Karotten sind Potato und Potato habe ich. Ja, genau, Potato habe ich. Das ist schon mal sehr gut. Ich nehme jetzt aber auch auf jeden Fall mal die coole Watering Can mit. So. Dann kann ich dich wegmachen. Dann kann ich dich wegmachen. Ich auch. So, das heißt, du kommst dahin und machst mir bitte Melone. Kann ich mir gleich mal meine Mattock wiederholen? So, und dann kommst du nämlich dahin. Halt, hätte die vielleicht noch mitnehmen sollen. Ein Pumpkin Seed. Kannst du nämlich den da holen. So, sehr schön. Dann kommst du auch weg. Okay, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt hier Karotten. Und Potato. Okay. Das ist ein Ding. Seed. Und Potato. Ja, Gießkanne. Ah. Ah, Gießkanne, cool. Mal laufen. Und wir haben Karotten. Ja, nur ich, wie gesagt, wie komme ich an diese Bito dran? Moment. Da habe ich natürlich nie nachgedacht. Auch der Held. Aber, nee, da komme ich nicht dran. Nein. So, Beetroot. In weißen Lootbags können die drin sein. Ich glaube, so viel Glück hatte ich nicht. Aber wir schauen nach. Könnte ja mal aus Versehen sein. Pumpkins habe ich. So, die Schallplatten nehme ich mit. So. So, das heißt, du kommst dahin. Oh, doch. Kommt man rein. So, dann haben wir hier Rüstungen. Eisen und Tungsten-Stil. So, noch mehr Seeds. Karotten-Seeds. So, was haben wir denn hier? Wir bekommen ein richtig gutes Schwert. Hat 1271 Durability. Das hält ein bisschen. Und da kam ein Mega-Loot. Da meine Schaufel. Bisschen grün. Mining Speed 8,49. Wir legen uns schnell hin.
So, dann brauche ich jetzt noch aus der Abteilung die Karotten, die Äpfel weg, das Weizen weg. Ja, normalerweise könnte es jetzt da rein. Ne? Ja, ihr wisst ja. So, wir schauen es nochmal nach. Geht das nur über die Weißen? Dann hätte ich gesagt, nehme ich die Weißen auch noch alle mit und lasse die auch noch gleich alle aufmachen. Ja, ja, du hast bald ausgelacht. Hm. Kannst mir ruhig glauben. So, dann kommt mal das ganze Kraftwerk auch raus. Kommt da rein. Lexica Botania. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das da alles wieder raus. Giga Pickle Seed. Als Spider Drop. Das ist jetzt sozusagen, ich muss mir jetzt eigentlich auch, ich muss mir dann hier einen Turm bauen. So kleine. Die ich links und rechts dann anbringe, wo Spinnen spawnen können. Ja, ich habe Pumpkin, ich habe Netherwarzen, aber ich habe leider keine bekommen, die ich bräuchte. Marshmallows habe ich bekommen. Molten Core. So, dann machen wir jetzt noch die letzten vier. Und das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal die Monsterfalle umbauen. Das heißt, ich muss mal wieder Eisen herstellen. So, dann heißt es jetzt, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, Iridium Alloy Ingot. Molten Core ist was? Kann vielleicht schöne Sachen machen. Ich hätte gesagt, ich schmeiß dich mal hier mit rein. Seeds, da haben wir jetzt auch schon drei. Dann heißt es jetzt, du kommst da rein, das heißt unser zweites Lexica Botania und die nächste Schallplatte. So, das ist die Frage, Grinder. Ein Mob Grinder Ding werde ich mir nicht leisten können. Tech Reborn. Aber den kann ich mir leisten. Ja, aber das ist ein anderer Grinder. Nee. Wir schauen nochmal bei den Quests schnell vorbei. Den Seed Analyzer. Ja, wie gesagt, das ist das Problem jetzt. Ich brauche ein Buch. Habe ich nicht. So. Gehen wir schnell anten. So, dann haben wir das auch. Okay, also, dann schauen wir mal schnell. Also Tinkering, Automation, dann machen wir das zum Crucible Inserter. Okay, was haben wir hier? Automatic Breaking und ein Timer. Ah, und Spikes, alles klar. Ja, klar. Das heißt, ich brauche dann eigentlich irgendwas, was aufsammelt. Muss ich gucken, ob wir so eine Chest bauen können. So, was haben wir hier bei Basic Storage? Ein Ender Tank. Jetzt schon? Cool. Wooden Kolossal Chest. Unkolossal Chest.
Draw-Controller, Compacting Drawer. Das ist schon mal nett. Das ist schon mal wirklich nett. Das heißt, wir könnten demnächst anfangen, unser Lager aufzubauen. Und das da können wir noch nicht machen. Okay. So, wir schauen jetzt nochmal schnell beim Questbuch nach. Also, um Master Chief aufzumachen, brauchen wir Candleberries und Dense Stone Storage. Okay, das ist auf jeden Fall noch nicht offen. Das heißt, wir müssen da erstmal alles durchmachen. Ah, doch, da ist er. Dense Stone Quay. Dense Stone Storage. Da haben wir ihn. Stone Storage. Das heißt, wir brauchen ein Stone Storage Upgrade. Das heißt, ich brauche hier Stein und Glas. Okay. Und ich brauche ein Stone Storage. Das heißt, ich brauche einfach nur 8 Steine. Davon brauche ich einen für den und ich brauche 64. Okay, also das heißt, wir müssen 8 Stacks Stein durchbraten, auf jeden Fall. Und nochmal 4, das sind dann 12 und 4 Glas. Haben wir was zu tun. Und Candleberries müssen wir auch noch schnell herstellen. Kolossal Chest Wall. Kolossal Chest Wall. Brauche ich sowieso 26. Ah, aber ich vermute, ich brauche da die goldenen dafür, ne? Auch die goldenen. Da kriege ich 2 Stück raus. Kriege ich 2 Stück raus. Das heißt, ich brauche. Ja, ich brauche richtig viel Gold. Auch sehr schön. Das machen wir mit dem Netherwarzen. Die laufen hier schon teilweise. Sugarcanes müssen wir machen. Dafür müssen wir die Mobfarmen automatisieren und Mystical Black Flower. Ja, schauen wir mal schnell. Dort. Mystical Black Flower. Ja, das heißt, wir brauchen den. Wo ist er? Floral Fertilizer. Das heißt, ich brauche Yellow Dye und Red Dye und Bone Meal. Den kriege ich nicht, noch nicht, weil dafür brauche ich Petals. Ja, wo? Nein, doch, Petals kann ich herstellen. Dann, Moment, noch mal gucken, Botania. Naja, ich weiß, jetzt fängt der Spinnen an. Morta. Ich habe es mir fast gedacht, dass er den noch nicht drin hat. Das heißt, den gibt es erst mit Botania. Das heißt, wir brauchen dieses Zeug hier. Aber ich hoffe. Poppy. Melon und Sugarcanes. Jawohl, den können wir uns züchten. Und dann werden wir da nämlich schön brav weitermachen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Bereich hier auch noch weiter ausbauen. Das wird dann auch unsere nächste To-Do-Liste. Da werde ich, glaube ich, mich mal dann drum kümmern. Das heißt, ich brauche wieder Stein en masse. Werden wir laufen lassen. Gut. Dann hätte ich gesagt, wir haben viel geschafft. Das war ein richtiger schöner Run. Und ja.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.